Die ganze Welt macht sich gerade über Donald Trump lustig und fragt sich, wie kann so eine Witzfigur nur so weit kommen? Aber wir Deutschen sollten lieber nicht zu laut lachen, denn bei uns sieht politischer Erfolg auch nicht besser aus. Frauke Petri, die alte Naive für Deutschland. Gut, die Frise sitzt bei ihr ein bisschen besser als bei Trump. Aber zum Beispiel in Sachen Waffengebrauch gegen Flüchtlinge kann Frauke bei Trumps Wahnsinn ganz gut mithalten. Tatsächlich hat keine andere Partei von der Flüchtlingskrise so profitiert wie die AfD. Und die Rechnung geht auf. Ängste schüren, Aggressionen befeuern, Feindbilder schaffen. Da sammelt man so viele Wählerstimmen, da müsste eigentlich Donald Trump vor Ehrfurcht den Pfiffi ziehen. Ja, und wenn das so weitergeht, dann könnte Frauke Petri tatsächlich Bundeskanzlerin werden. Nur darf ihr da nicht noch eine Plagiatsaffäre untergeschoben werden, ne? Nicht, dass man ihr vorwirft, sie hätte alle Reden bei Mein Kampf abgeschrieben. Vorsicht! Aber man muss sagen, egal ob Zickenzoff mit Oettinger, AfD-Beteiligung bei den Assis am Bus in Klausnitz, Frauke Petri und damit stellvertretend die gesamte AfD hat sich in Sachen Peinlichkeit und Angsthetzerei wie keine andere hervorgetan und wurde deshalb mit 100% aller abgegebenen Stimmen von uns gewählt zur Pussy des Monats. Völlig zu Recht, redlich verdient, Frauke Petri, unsere Pussy des Monats, März 2016. Oh, und ich höre gerade von unserem Hauptstadtstudio, Frauke Petri befindet sich in diesem Moment auf einer Wahlkampfveranstaltung und nimmt zu ihrer Auszeichnung Stellung. Wir hören mal rein. Ja, man hat mir gerade eben mitgeteilt, dass ich Pussy des Monats geworden bin. Ja, Pussy, sowas Nettes hat tatsächlich noch nie jemand zu mir gesagt. Normalerweise ruft man mir ja nur Sachen hinterher, wie zum Beispiel Petri Heil oder AF Dose oder du Sachsensau oder noch schlimmer, Frauke. Aber Pussy, das ist mal nett. Ja, das war wirklich ein historisch emotionaler Moment für mich als Frau. Jetzt bin ich also die Pussy des Monats. Ich muss hier aber auch mal gerade noch ein paar Dinge richtigstellen. Zurzeit haut ja jeder auf mich ein. Dieser EU-Oberwachtmeister Günther Oettinger hat zum Beispiel gesagt, wenn diese komische Petri meine Frau wäre, dann würde ich mich heute Nacht noch erschießen. Und das ist eine Unverschämtheit. Wieso gibt der Oettinger sich selbst den Schießbefehl? Auf wen hier in Deutschland geschossen wird, entscheide immer noch ich. Oder die Beatrice von Storch. Apropos in Sachen Flüchtlinge muss auch noch mal einiges gesagt werden. Da behauptet ja die Pinocchio-Presse. Hab ich mir ausgedacht, Pinocchio wegen Lügen. Also die behaupten, ich hätte gesagt, Soldaten sollen an der Grenze notfalls auf Flüchtlinge schießen. Und das ist eine Frechheit. Also ich habe nichts dagegen, wenn auf Flüchtlinge geschossen wird. Aber ich habe gesagt, man müsste notfalls von der Schusswaffe Gebrauch machen. Das ist was völlig anderes als Schießen. Ja. Man kann eine Schusswaffe ja auch werfen. Werfen, ja. Oder damit hauen. Kann damit hauen. Oder jemanden ins Auge pieksen. Tut weh. Was ich echt auch nicht mehr hören kann, sind diese ständigen Nazi-Vergleiche. Gut, Björn Höcke hat Afrikanern unterstellt, sie würden sich fortpflanzen wie Bakterien, Läuse und Ameisen, aber was ist daran bitte rassistisch? Ja, Ameisen sind sehr fleißig und Bakterien, die machen aus Milch Käse. Käse, ja, sehr gut. Ja. Und Läuse? Wir sind das Volk! 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 Auf jeden Fall danke nach Köln für den Titel Pussy des Monats. Das ist bis jetzt mein Highlight 2016. Naja, und der rechte Mob in Klausnitz natürlich. Ging das jetzt so über den Sender? Lügenpresse!